Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir was Cooles, wir machen heute Omas Schweinsbraten aus dem Dutch Oven. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Das Schöne an so Dutch Oven Nummern ist immer, dass sie relativ easy sind. Und wenn ihr denkt, dass heute bloß einen schwarzen Topf geworfen wird, weil dir fehlt, wir werden richtig grillen dabei. Aber wir brauchen ein paar Zutaten. Und zwar habe ich hier so 700 Gramm Zwiebeln schon mal klein geschnitten. Dann habe ich dieselbe Menge an Pflaumen, die sind schon entsteint. Habe übrigens bei mir vom Grundstück vom eigenen Baum gepflückt und jetzt im Herbst, geil. Wenn nicht, könnt ihr die auch aus dem Glas nehmen, aber wenn man eigene hat, ist natürlich immer eine andere Nummer, ne? Dann habe ich meine eigene Brühe, das sieht man hier vorne, ist ja mein Logo drauf. Also wenn ihr die nicht habt, dann nehmt da halt die Körnte. Ich habe jetzt hier in dem Fall Basic Stock einfach mit warmem Wasser aufgerührt. Wie viel ist da drin? Nur ein großer Esslöffel, dass ordentlich Bums drin ist, ne? Vom Beef Bandits habe ich mir hier so einen schönen Schweinenacken organisiert mit einer schönen Marmorierung. Da wäre Oma sehr, sehr glücklich, wenn die sowas sehen würde. Und ihr könnt noch glücklicher sein, weil ihr den Code Klaus verwendet oder Klaus10, funktionieren beide. Dann spart ihr nämlich nochmal 10%. Und ich kann euch sagen, schaut mal bei Beef Bandits vorbei. Schweinenacken, Hammerpreis, Hammerqualität, mega geil. Und gibt noch viele andere coole Sachen. Okay, genug der Werbeentblendung, fast genug. Ich habe hier noch Dutch Oven Zauber von mir und Magic Pork Würzmischung. Dutch Oven Zauber für die Brühe mit dazu. Würzmischung, die ist für Schweinefleisch. Wenn ihr beide nicht habt, dann könnt ihr euch die kaufen oder nachmischen. www.klausgrill.de zum Nachmischen und www.raps.kaufen zum Kaufen oder beim Grillhändler. Also wie gesagt, ihr könnt die immer frei machen. Ihr könnt auch ein anderes Gewürz dafür nehmen. Ihr könnt beliebig abwandeln. Ich habe schon Leute gesehen, die machen damit Kirschen und Cola, aber dann ist das erst ein Cola-Fleisch. Naja, ich finde, die Nummer ist halt auch ein bisschen so Richtung Oma. Ne? Dann habe ich hier noch ein Stückchen Öl. Dutch Oven nehme ich jetzt den DU 6,5 von Grillfürst. Sucht euch da einfach einen Dutch Oven, wo das Stück Fleisch drin passt und noch ein bisschen Platz ist. Und eins, was ihr euch auch immer suchen müsst, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Den Schweinenacken werden wir jetzt immer ganz leicht einölen. Mit so ein bisschen Flutsche oben drauf, bis der richtig. Oh, ein bisschen Spaß macht, den anzufassen, wa? So, jetzt schön glitschig. Und jetzt ist die größte Herausforderung, den so glitschig wie er ist, an den Grill zu bringen. Und jetzt ist Grill, wie man sich Grill vorstellt. Der Gasgrill hier, der Breuke Imperial 690 XL, ist auf halber Kraft vorgeheizt. Hier ist das Stück Fleisch. Und da kommt es auf den Grill. Dann grillen wir das jetzt richtig schön von allen Seiten zwei, dreimal an. Einfach, dass wir eine schöne Röstung draußen dran haben, weil die kriegen wir im Dutch Oven nicht. Und das holen wir uns jetzt, ins Haus, holen wir jetzt vorher schon ab. So, runter. So muss das aussehen. Schön, haben wir schon die ersten Brennlings dran. Und so wollen wir schön, dass er schön braun wird. Und die nächste Drehung. Und so flippen wir den jetzt 5-6 Mal hin und her, bis er richtig schön braun ist. So, ich würde sagen, das ist so ein Röstaroma, was man von einem Schweinebraten erwartet. Den haben wir, ich mache das zu gerne, auch auf der Seite. Und jetzt würzen wir. So, dann würzen wir hier gleich in dem Dutch Oven drin, dass das da drunter fällt, schön in der Soße. Und dann jetzt schön immer einreiben. Andere Seite auch immer ordentlich rüber. Nicht geizig sein, weil es hat jetzt schön Zeit noch hier mit dem Fleisch zu arbeiten und schön zu werden. Ja, eine ordentliche Portion, die wird am Fleisch, hat noch kein Stück, auch optisch nicht versaut, wa? Ja, das stimmt. Und die Seiten einditschen, dass wir schön viel am Fleisch drin haben. Und den legen wir rasch zur Seite. Dann kommen hier unten unsere Zwiebeln rein. Schön verteilen. Unsere Pflaumen. Auch schön verteilen. Gib mir einen Schluck Brühe an. So, dann kommt eh mal schön gleichmäßig Dutch Oven Zauber drüber. Und unser Stück Fleisch hier in der Mitte drin. Und Deckel zu. Jetzt stellen wir den Dutch Oven hier mittig auf den Grillruf. Die Brenner hier unten drunter machen wir aus. Da ist hier noch genug Hitze drin. Rechts und links. Fast volle Kraft. Dann haben wir ungefähr 200 Grad in dem Gasgrill drin. Und dann schließen wir nur den Deckel und warten im Idealfall 3 Stunden ab. Was man aber immer zwischendurch mal machen sollte, ist so alle halbe Stunde einfach mal kurz ran gucken. Ist hier nur Wasser drin? Hat der Deckel irgendwo schräg gesessen? Und notfalls, wenn Feuchtigkeit weggeht, einfach mit Leitungswasser auffüllen. Anderthalb Stunden sind um und jetzt gucken wir mal hier rein. So sieht der Bursche aus. Guck mal, da unten brutzeln schön unsere Pflaumen vor uns hin. Liebig und riecht schon hervorragend. Von daher jetzt Deckel zu und den anderen Deckel auch wieder zu. So, knapp 3 Stunden sind um und
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir nehmen den mal raus. So, schauen wir mal rein, wie die Sache aussieht. Herrlich. Dann schließe ich gleich die Linse. Den Bratmehl fischen wir mal hier raus. Oh, der ist super weich. Geil. Legen wir schon mal zur Seite. So, den Spaß, den nehmen wir jetzt einfach hier mit dem Pürierstab und pürieren den immer durch. So, Soße abbinden haben wir jetzt immer durchpüriert. Dann habe ich einen kleinen Schluck Zuckercouleur gemacht, weil mir noch zu hell war. Mit Auge ist ja mit. Ein bisschen dunkel gemacht. Jetzt ein bisschen Pfeffer, Salz dazu und ein Stück Butter und dann lassen wir das ganze Karussell fahren hier. Ja, so, Süßchen immer abschmecken. Mir reicht ja im Prinzip schon eigentlich nur so eine schöne glänzige Soße. Das ist geil im Dutch-Ofen. Das ist alles schön zusammen und ich weiß, ihr seid nicht wegen Soße, sondern wegen Fleisch. Also machen wir jetzt einen ordentlichen Mittelschnitt. So, da ist der Bursche und wir gehen eben in der Mitte durch. Gebe ich den Burschen an. Mega gut, saftig. Schon außen, sie muss außen schon so leicht zerfallig sein. Dann haben wir so einen richtigen Schweinsbraten, wie bei Oma. Ja, jedenfalls schlechter. Seht an, wie schön saftig hier dieses Fleisch geworden ist, was der für einen tollen Glanz hat. So, da tun wir es auf den Teller. Mache ein bisschen Soße dazu und dann wird die kostet. So, und jetzt sieht man unseren Schweinsbraten. Oh, herrlich, schön immer durch die Soße durchziehen. Mett kommt noch ein Stück. Boah. Super. Ja, den Punkt erwischt. Eine halbe Stunde später fällt der ganze Kram auseinander. Das ist Oma übrigens auch mal passiert. Da hätte sie hier einen Pulled Pork. Wie fürchterlich unangenehm. Aber das war halt nicht die Aufgabe. Von daher, schönen Schweinsbraten hier. Boah. Diese Kruste. Schön mit den Gewürzen. Dann immer durch die Soße durch. Als Beilage Klöße, Kartoffeln. Kartoffelpuffer, Bratkartoffeln. Wenn du Lust hast, ein bisschen Rotkraut dazu. Oder je nach der Saison irgendwelchen anderen Kohl. Aber da bin ich ja nicht viel zu haben. Boah. Würde auch passen in einem Brötchen. Oder mit der Soße drauf? Kann man auch mal machen. Also mich würde freuen, wenn ihr eure Dutch-Öfen wieder rauskramt. Ich meine, die Saison geht gerade wieder los, obwohl erstes Jahr ist Dutch-Öfen-Saison. Mal hier so einen Schweinsbraten macht, dem Video einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht einen wohlwollenden Kommentar und so ein Abo. Und wenn ihr Schweinsbraten mögt, dann könnt ihr mit Hashtag Schweinsbraten unten runter schreiben oder sagt man Schweinebraten. Ihr könnt beides schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut. Boah, ich bin voll in Love hier mit dem Ding. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich die Soße oder den Schweinebraten mehr feier. Ich glaube einfach beides. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.